Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier in dem Graf Dracula Schloss, beziehungsweise von den Privatgemächern von Alfred und Alexia unterwegs und haben hier die Ameisenkönigin im Nachbarraum eingesetzt. Beziehungsweise hier eingesetzt, glaube ich. Ach nee, die ist einfach nur offen, genau. Ah, doch, 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 da sehe ich das doch. Da haben wir das Ding eingesetzt. Und wo es jetzt weitergeht, das hat er mir tatsächlich geschrieben. Und zwar, es geht hier in dieser privaten Villa erstmal gar nicht weiter. Sondern hier, Freunde. In der militärischen Trainingsanlage. Da gab es wohl noch einen Bereich, wo ich noch nicht war mit dem Dietrich, den wir da benutzen können. Und außerdem, das, Moment. Upsala. Nochmal erstmal wieder reinkommen hier. Dieses Adlerschild müssen wir tatsächlich auch in der Trainingsanlage einsetzen. Dann würde ich sagen, gehen wir da doch einfach mal zurück. Dann haben wir tatsächlich jetzt hier in diesem Grab Dracula-Schloss erstmal nichts mehr zu tun. Und, genau, dann stapfen wir mal zurück in die Alter, Trainingsanlage. Ja. Oh Gott. Diesmal ruckelfrei, Freunde. Ich habe nämlich herausgefunden, woran das lag, dass das letzte Mal geruckelt hat. Und zwar, ja, weil SimCity noch lief. Also da lief ein Prozess von SimCity 4 im Hintergrund und deswegen hat es beim letzten Mal so geruckelt. Und das da ist tatsächlich eine Puppe. Oh mein Gott, Freunde. Da hatte ich mich beim letzten Mal auch gefragt, was das war. Was das ist. Alles klar, aber jetzt haben wir hier erstmal zumindest nichts mehr zu tun. Sondern wir müssen hier wieder raus. Alles klar, wir müssen wieder zurück. Dann hoffe ich mal, dass wir heute ein gutes Stück weiterkommen, tatsächlich. Alter, ach nee, nicht die. Ach, ich hasse die. Jetzt geh weg. Hau ab. Blödes Ding. Oh mein Gott, ich bin in die Wand gelaufen. Ja gut, okay, das war zum Glück nicht so schlimm. Ich hasse diese goldenen Viecher, ey. Mein Gott. Alter Schwede, lauf dran vorbei. Oh, das war gut. Gut ausgewichen, Claire. Sehr gut. Das war ausnahmsweise mal gut. Und genau, da würde ich sagen, wieder zurück hier. Ist, glaube ich, auch noch einer, ne? Ach nee, das ist ja nur die Brücke. Alles klar. Nur die Brücke zum Anwesen. Beziehungsweise zur Residenz, genau. Bisher wäre dann gleich wieder an einem Speicherraum vorbeikommen. Dann würde ich ganz gerne nochmal mein Inventar überprüfen. Weil es kann ja sein, dass wir hier noch irgendwas haben. Genau, einfach hier durch diesen Raum durch und dann sind wir auch schon da. Sehr schön. Und ja, Freunde, es tut mir leid, dass am Montag ja, keine Folge kam. Ich nehme das tatsächlich an diesem besagten Montag auf, weil ich hatte halt am Wochenende nicht viel Zeit gehabt. Weil, ja, es ist, ihr wisst wahrscheinlich, ich gucke gerne Wrestling. Und ja, da war dieses Wochenende ein ziemlich geiles Event, nämlich WrestleMania. Genau, und das kommt halt nachts. Und ja, dementsprechend haben wir das dann geschaut, ich mit dem Kollegen. Und deswegen war ich halt viel zu müde, um aufzunehmen. Deswegen tut es mir leid. Ich bin jetzt aber auch gerade am Überlegen. Wartet mal, bevor ich jetzt hier weiter quatsche, ob wir diese Umbrella-Karte vielleicht mal weglegen. Ich weiß ja nicht, ob wir die noch brauchen, aber die Waffe haben wir noch, die Waffe haben wir noch. Ich nehme jetzt die Waffe mal mit, damit wir wenigstens ein bisschen Munition haben. Ansonsten haben wir noch zweimal Pulver für Pfeile, was wir in Explosivpfeile mischen können. Das würde ich vorschlagen, machen wir tatsächlich beim nächsten Mal. Wir haben eine Heilung dabei. Claire ist im gelben Bereich, das gefällt mir nicht. Das heißt, ich würde sie jetzt einmal hochheilen. Und genau, Freunde, so, das ist jetzt quasi der Grund, warum das jetzt hier zustande gekommen ist, dass am Montag keine Folge kam.
Wie gesagt, dieses Wrestling-Event ist halt einmal im Jahr. Und das sieht man dann doch, wenn es einmal im Jahr ist, definitiv vor. Und gestern war ich einfach zu müde. Weil das waren zwei Nächte und die gingen bis 6 Uhr morgens. Deswegen, ja, brauchte ich da meinen Schlaf. Hab auch extra heute freigenommen dafür, um das jetzt hier aufzunehmen. Ja, wobei, es ist ja schon Abend. Also ich nehme das Ganze hier jetzt gerade um 22.17 Uhr auf. Und muss dann trotzdem morgen wieder arbeiten. Aber alles klar, Freunde. Wir müssen in die Richtung. Wieder an den geilen Moskitos hier vorbei. Und an den beiden Dicken da unten. Ach Gott. Oder habe ich den nicht beim letzten Mal platt gemacht? Weiß ich nicht mehr. Habe ich echt vergessen? Nein, ich habe es ja nicht platt gemacht. Ach, verdammt, ey. Da sind sie noch, die Dicken. Aua. Ja, danke für nix, ey. Warum trefft ihr denn immer? Wir müssen wieder hier in die militärische Trainingsanlage. Weil da war hier... Ich muss das gleich nochmal aufrufen. Der Elit, ein Zuschauer hier, hatte einen schönen Screenshot gemacht von dem Bereich, wo es weitergeht, beziehungsweise wo ich mir den Dietrich benutzen müsste. Den würde ich sagen, rufe ich mir einfach mal auf. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts kommt direkt. Nein, okay. Moment. Ich gucke nämlich gerade. Wo war das denn? Auf jeden Fall war das... Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter. das war da vorne irgendwo. Verdammt nochmal. Ich find's gerade nicht. Auf jeden Fall ja, war das, glaube ich, hier in die Richtung. Nur in die Richtung und dann hier. So, ach, hier ist es doch. Hier ist es doch. Okay. Gut. Militärische Trainingsanlage sehe ich hier tatsächlich 2F. Ah, wir sind goldrichtig, Leute. Wir sind goldrichtig. Aua. Aua. Wir sind goldrichtig, weil hier oben können wir nämlich auch dieses Emblem einsetzen. Und dann mal gucken. Ja. Seht ihr das? In dem indigo-blauen Schild ist eine Höhlung. Genau, und ich glaube, wenn wir jetzt auf die Karte gucken, deckt sich das auch... Genau, das deckt sich auch mit dem Screenshot. Alles klar. Dann würde ich sagen, setzt das ein quer. Und papapa. Was haben wir denn da Schönes? Eine Emblemkarte. Ach nein, die blaue Karte. Die blaue Karte, ist das jetzt hier für die blauen Schalter, ja? Emblemkarte. Emergency Card. Indigo-blaue Schlüsselkarte von Alfred. Kann in der Trainingsanlage benutzt. Aha, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich mehrere Wege zur Auswahl, ne? Wir müssen da tatsächlich nochmal... Wartet mal, die militärische Trainingsanlage. Da unten müssen wir dann jetzt nochmal hin gleich, ne? Ah ja. Ach, in dem Raum. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück. Und benutzen wir mal da den Dietrich. Also wie gesagt, für diesen Tipp bin ich sehr dankbar. Sei auch an dieser Stelle lieber grüßt, lieb gegrüßt, lieber Elit. Und auch meine beiden Stammzuschauer in diesem Projekt, der Fly Dragon Games und der Pick. Und der, muss ich gleich nochmal gucken. eine Sekunde, ich gucke gerade nochmal, wer das war hier. Ich bin so durcheinander heute. Kommentare. Genau, der Pixel-Tee. Genau, der Pixel-Tee. Und, ja. Ihr, freut mich, dass ihr beide dabei seid. Und, ja. Ich hoffe, das gefällt euch. So, dann haben wir doch hier viele Dokumente Sicherheitsdienstes. Nichts Nützliches. Hier war doch... Hier müsste irgendwo, wenn man nach dem Screenshot geht... Irgendwo müsste hier... Die Dietrich, der Dietrich sein. Moment. Karte dieses Gebäudes. Ah! Alles klar. Es ist mit einem einfachen Schloss versehen. Dietrich benutzt du, jawohl. Schloss wurde entriegelt.
Munition. Ja, das ist natürlich perfekt. Die können wir dann auch direkt zusammenmischen. Kombi hier rein. Genau. Dann haben wir noch einen Screenshot. Unten im Keller der militärischen Trainingsanlage. Ja, wenn wir mal hier reingucken, ne, dann haben wir B1F in diesem Raum da oben. Aber wobei, ihr seht ja schon, ne, uns stehen jetzt sau viele Räume offen. Eigentlich. Muss ich aber gleich auch nochmal gucken, wie wir da nochmal... Ah, ich weiß wo. Alles klar. Gut, Freunde. Ja. Da würde ich sagen, kümmern wir uns mal um den Keller, weil den hatten wir nur so rudimentär uns angeguckt. Genau, und der Alarm hier, der läutet immer noch, ne? Der Alarm läutet immer noch. Ach, und die silberne Schlüsselkarte brauchen wir da vorne, alles klar. Oh, shit. Und genau deswegen lasse ich die drin. Oh mein Gott, dieser Scheißwurm. Hattet ihr auch gesagt, dass der so aussieht wie der Wurm von Dune 2000? Ja, kann ich bestätigen. So, war das hier? Gold, richtig. So, alles klar. Ja, Freunde, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's, ja, mittlerweile wieder gut. Wie gesagt, ich war gestern halt todmüde. Aber ansonsten... Sollte das doch passen. Wartet mal. Hab ich mich jetzt verlaufen? Ah, nee, ist richtig, ist richtig. Wir müssen ja mit dem Aufzug fahren. Und der war ja hier vorne. Ja, alles klar. Ja, cool. Das heißt, wir haben hier auch Fortschritt. Finde ich gut. Genau, und da... Ah, da können wir doch direkt... Ja, wobei, da waren wir doch schon. Da könnte man speichern, aber... Nee. Ab in den Keller mit uns hier. Mal gucken, was da jetzt auf uns wartet, Mensch. Aber ich habe auf jeden Fall diese Waffe da gesehen, ne? So, er hat geschossen. Nein, was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe wieder zu schnell gedrückt. Scheiße. Immer bei diesem Schriftzug drücke ich viel zu schnell. Ich weiß auch nicht, was mit dem Schriftzug hier los ist. Aber okay. So. B1. So. Runter mit uns, ja. Weil der Keller, der war ja... Der Keller ist ziemlich gruselig in diesem Bereich, finde ich. Generell Keller in Videospielen, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie immer eine... haarige Angelegenheit. So. Einfach geradeaus durch. So, und dann werden wir dann... Ich gucke mal auf die Karte. Dann müssen wir nach links. Ach, okay. Das ist ja dieser Bereich hier. Aber hier können wir jetzt tatsächlich... Ahahahaha. Hinter dem Gitter... Alles klar, das heißt, wir können hier erstmal nichts machen. Aber dieses Gas, was da ausströmt, macht mir irgendwie Sorgen. Ich weiß auch nicht. So, aber dann einfach geradeaus. Moment! Die Emblemkarte benutzen. So, mach es auf! Ja, wir kriegen die Schrotflinte oder was das hier ist. Gib her. Oh. Oh. Ja, okay. Granatenwerfer mit 6 Schuss. Nehme ich gerne. So, jetzt haben wir hier eine Tür. Das ist nochmal ein neuer Bereich. Ne? Aber ich möchte erstmal... stopp. Ich möchte erstmal bitte nochmal hier vorne rein und dann nochmal gucken wegen dem Dietrich, was man da machen kann. So, ich habe ja den Screenshot noch vor mir liegen. Ah, alles klar. Alles klar. Hier. Einfaches Schloss. Gib mir die Säurepatronen. Wunderbar.
Sehr gut. Säuregranaten. Oh, hier ist nichts mehr. Ja, es reicht mir auch schon. Also, dort reicht mir auch schon. Gut. Freunde, dann haben wir jetzt hier noch irgendwas. Nee, da kommen wir nur von der anderen Seite rein. Dann haben wir hier. Ja, wobei, aber da war aber doch schon drin. Ach, wartet mal. Ich kann mich erinnern. Das war die Geschichte mit den Boxen, ne? Ja, genau. Okay. So kommen wir auf die andere Seite. Da, wo wir Steve getroffen haben. Okay. Ja, gut. Ja, finde ich natürlich jetzt mega, dass wir einen Granatenwerfer schon direkt mit 18 Schuss oder wie viel das ist haben. Das ist schon geil, ja. Muss ich sagen. Oh, oh Gott. Erschreck mich doch nicht so, Junge. Es sind zwei. Granatenwerfer nehme ich nicht für die, weil die sind ja machbar. Das ist es. Alter Schwede. Ja, trifft durch zweimal. Ah, dann. Dann schießt die ab, Claire. Schießt die ab. Beide auf einmal. Ah, Alter. Gelb. Okay, gelb geht noch. Ah, verdammt. Aua. Boah, die treffen aber auch. Orange. Ich hab Angst, Leute. Deswegen. Ach, Mann. Könnt ihr mal sterben gehen? Was ist denn mit euch? Könnt ihr mal sterben gehen, bitte? Gelb noch, okay. Alter. Aua. Ach, mein Gott. Okay. Einfach weiter drauf. Boah. Boah. Okay, die Dinger sind weg. Da liegen Pfeile. Sehr schön. Boah. Gelber Zustand. Was haben wir denn hier? Da haben wir noch eine Tür, aber wir hatten die hier auch. Wie kommen wir denn da oben an die Dings dran? Sagt mal. Ah, ich hab die Idee. Ich hab die Idee. Gehst du da hoch? Ah, schieben, oder was? Kisten schieben. Nee, macht sie nicht. Also die Kisten, die schiebt sie nicht. Wie kommt man da oben hin? Soll man da vielleicht draufballern? Warte, geh mal zurück. Vielleicht auf die blau, die auf die braunen? Nein. Okay. Freunde, da müsstet ihr mir sagen, wie man da hinkommt. Wartet mal. Eine Kontrolltafel für die Drehscheibe. Keine Stromzufuhr. Ich kann sie nicht bedienen. Okay, ich glaube, das Thema hat sich jetzt gerade schon erledigt. Was ist denn das da? Upsala. Komm mal dahin. Was ist das hier? Der Schalter ist defekt. Ja, okay, Freunde. Gibt's hier irgendwas? Hier ist nichts Besonderes. Aber hier kommt man doch drauf, oder? Kommt man hier nicht drauf? Okay. Jedenfalls sind wir jetzt im gelben Zustand und das gefällt mir irgendwie so gar nicht. Nee, Freunde, das gefällt mir gar nicht. Oh! Hier ist wieder ein Alarm. Okay, was haben wir hier? Antibakterielle Arbeitskleidung. Nicht nötig, aber da ist eins offen. Eins ist offen, Claire. Wie? Nichts? Machst du nichts da? Okay, was ist das? Die Tür ist verschlossen, ich komme nicht rein. Dann muss ich jetzt gerade mal gucken. Ach, da oben. Alles klar, da müssen wir wieder hoch, tatsächlich. Dann haben wir hier unten tatsächlich jetzt erstmal nur den Granatenwerfer gefunden. Aber finde ich da auch nicht verkehrt. Also Granatenwerfer ist immer gut in Resident Evil.
Absolut. Also, Granatenwerfer ist eine gute Sache. Okay, dann gehen wir mal auf die zweite Etage. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Oh, was ist jetzt los? Kriegt sich das jetzt gerade wieder ein, oder was ist hier los? Oh Gott. Kriegt sich das jetzt hier... Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, Freunde. dann sind wir ja hierher gekommen. Ne? Wieder zurück zum Aufzug. Keine Ahnung, was das gerade wieder war, ey. Aber solange es weiterläuft, ist alles okay. Weiter geht's hier. Ab auf in die zweite Etage. Und ja, dann hoffe ich, dass euch nach wie vor gefällt hier, das Resident Evil Code Veronica. Wie ich mir hier einen abwürge, ey, echt. Das ist wirklich unglaublich. Aber wir haben ein paar, wir haben ein paar dicke platt gemacht. Das finde ich doch mal sehr gut. So, im Untergeschoss. Zweites bitte. Einmal hoch hier. Ja, diese Trainingsanlage ist ziemlich groß, muss ich sagen. Ziemlich groß, Freunde. Aber kriegen wir hin. So. Ah, direkt hier vorne oder was, ne? Ja, direkt hier vorne, ja cool. Dann Emblemkarte benutzen. Deed. Was haben wir da? Ach du Scheiße. Da sind auf jeden Fall Kräuter. Und was ist mit ihm hier? Einfach ein Schreckeffekt. Einfach ein Schreckeffekt, ja, das ist natürlich... Aber guckt mal, da hinten... Achso, nee, das ist nur... Okay, Karte. Die stehen doch auf. Erzähl mir nichts. So, das hier können... Ah, das können wir aufschließen. Und dann kommen wir da raus. Okay, alles klar. Zwei grüne Kräuter. Oh Gott, und wir sind aber sowas von voll, merke ich gerade, ey. Aber das können wir ja direkt nutzen. So. Sehr schön. Also grüne Kraut auch nochmal mitnehmen. Und dann haben wir hier... Was ist das? Ah! Wir können keine Items mehr mitnehmen. Wir sind voll, Freunde, typisches Resident Evil Problem. Was uns auch hier bei Code Veronica begleitet. Ach ja. Was ist das? Umbrella? Da sehe ich doch schon wieder Umbrella. Genau. Unser Albinoid. Was? Ein mit T-Viren genetisch veränderter Salamander. Eigenschaften Albinoid. Was ist das denn schon wieder? Er mutiert beim Wachsen. Was ist das denn schon wieder? Das sieht aus wie... Nee, ich sag's jetzt lieber nicht. Circa 15 Stunden nach der Geburt ist er 2 Meter groß. Aha. Die ausgewachsene Amphibie kann Strom erzeugen. Aha. Das sieht aus... Sorry, aber das sieht aus wie eine... Ja, ein weibliches Geschlechtsteil. Sagen wir es mal so. alles klar. Danke für die Info, ey. Ach ja, da kommt nur das. Okay. Ja, alles klar. Dann habe ich es verstanden. Das weibliche Geschlechtsteil. Um es mal ein bisschen niveauvoll auszudrücken. Okay. gut. Ja, ich habe es verstanden. Ich klicke da jetzt nicht nochmal drauf, ey. So, danke. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. Die Folge ist schon wieder voll. Das ist unglaublich, unfassbar. Da muss ich tatsächlich mal... Was ist ein gelber Punkt? Ein Schlüssel-Item, ne? Dann würde ich sagen, speichern wir beim nächsten Mal. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter.
Da unten haben wir nämlich noch was, aber ich muss gucken, wie wir da hinkommen. Gut, Freunde, würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.